Die nächste Kategorie, Beratungsunternehmen. Auch ein spannendes Thema, ist auch viel passiert in den letzten Monaten und Jahren. 17 Marken und Unternehmen wurden uns von den Studiobetreibern, Betreiberinnen und Betreibern genannt. Und nominiert wurden 4, keine 5, nur 4 Nominierte da, Kreinwalder und Inline unter Achiso Fitness and Health GmbH fusioniert haben. Und da oben steht es, Achiso Fitness and Health ist der erste Nominierte, Horndruck und Verlag GmbH ist der zweite, also nicht GmbH, KG, Kerstan Consult, der dritte und Mac Consult, der vierte Nominierte. Der dritte Platz in dieser Kategorie geht an Kerstan Consult. Nicht da? War der letztes Mal da? Nee, war auch nicht da letztes Mal. Ne? Vielleicht kommt er nochmal irgendwann. Der zweite Platz in dieser Kategorie geht an die Horn Druck und Verlag KG. Herzlichen Glückwunsch nach Berlin und nach Ubstadt. Ich weiß, der Thorsten hat sich alle Mühe gegeben, den Hubert hierher zu holen, aber irgendwie hat er nicht reagiert. Ich weiß nicht, was wir hätten tun sollen. Also wir hätten uns wirklich gefreut. Das ist nicht so. Also wir haben ein gutes Verhältnis. Also es wäre wirklich schön gewesen, mit ihm heute Abend feiern zu können. Die meisten von Ihnen kennen den Herrn, der mal Pionier in unserer Branche, so vieles auch für uns ganz am Anfang mal losgetreten hat. Gut, und für den ersten Platz gibt es eine Laudatio natürlich, und zwar diesmal von Max Fischer. In dieser Kategorie gab es einen jahrelangen Wettbewerb zweier Unternehmen. Anfang des Jahres sind diese beiden Unternehmen dann zu einer Firma verschmolzen. Vielleicht ja, um dem jeweils anderen auf dem Bodylife Award nicht mehr zum Sieg gratulieren zu müssen, das werden wir vielleicht gleich mal nachfragen. Aus 2 macht somit 1 und somit gratulieren wir zum ersten Award unter neuer Firmierung der Achiso Fitness and Health GmbH. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Olli. So, alles richtig gemacht. Genau, mal die ein bisschen zusammenrucken noch und noch ein bisschen weiter rüber vielleicht. Es war immer einer der spannendsten Momente eigentlich beim Award, eigentlich immer, ne? Wenn es um das Thema Beratung ging. Und manchmal auch der emotionalsten Momente. Wir haben schon witzige Sachen erlebt. Ihr habt, glaube ich, in den letzten 12, 18, 20 Monaten vieles erlebt. Vielleicht war auch ein bisschen was Witziges dabei, aber ich glaube, es war auch viel harter Kampf. Vielleicht mal zurückblickend, kann man ja jetzt schon eigentlich so ein bisschen, ne? Wie waren so die ersten Monate, wie ist alles gelaufen? Ihr seid ja doch wirklich durch diese Fusion zu einem sehr, sehr großen, auch letztendlich wegweisenden Player in der Branche geworden mit eurem Beratungsjob. Ja, Max, erstmal natürlich auch von uns danke. Erstmalig unter Achiso. Vielen Dank an euch, an die Fitnessbetreiber und natürlich an Screamen, dass ihr uns auf Platz 1 unterstützt habt und richtig gewertet habt. Das ist vielleicht in dem Fall nicht so schwer gefallen. Ja, wie waren die letzten 12 Monate? Eigentlich ist 12 Monate übertrieben. Das erste Gespräch war im November. Also wir haben noch nicht mal 12 Monate hinter uns für diese ganze Entwicklung, für diese Zusammenführung, für die Fusion. Und natürlich, ja, kann sich jeder vorstellen, spannende Phase, anspruchsvolle Phase. Langweilig ist uns noch nicht geworden. Und im Großen und Ganzen sind wir aber sehr, sehr happy. Jeder, der uns in München mal besuchen will, wird es sehen. Einige von euch waren ja auch schon da. Also es ist eine sehr, sehr harmonische Entwicklung und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir nicht die erwarteten Stresssituationen im Markt oder im Team hatten, sondern das krasse Gegenteil. Also es ist eine richtige Euphorie, unheimlich viel Energie wird frei vom Team und ja, wir sind ziemlich happy, auch wenn es nicht langweilig ist. Olli, ich denke mal, du kannst noch ein bisschen was dazufügen, vielleicht auch zu dem, was an Wachstum alles passiert ist und was du erlebt hast. Es ist immer wieder schön, gell? Nein, es ist... Jetzt kann ich wieder in Bayerisch reden, das ist das Schöne hier. Gell? Es war unglaublich, es hätte auch keiner erwartet, was da in der Branche bei uns passiert ist. Die zwei größten Mitbewerber
ich habe ja auch beim Umzug darauf gewartet, wo die Kiste der letzten 15 Jahre, wo hin und her immer wieder Bodylifes Award ausgetauscht worden sind, mal bei Gelb-Schwarz, mal bei Blau. Und dann habe ich gehofft, die von Paul kommen, aber die sind irgendwo bei ihm im Keller, glaube ich, noch. Und wenn man das aber betrachtet, ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, was zurzeit passiert. Wenn man das betrachtet als Unternehmer, hier sitzen ganz viele Unternehmer. Ich bin zum ersten Mal seit 32 Jahren wieder angestellt, ja, beim Schweizer. Und ja, es ist direkt mit einem leichten Lächeln, weil du hast auf einmal einen Vorgesetzten. Aber es funktioniert perfekt, weil mit Migros, das haut wirklich gut hin. Ist eine tolle Firma. Und für uns sind es Herausforderungen, sage ich, einen Kulturzusammenschluss zu schaffen zwischen diesen, ja, unterschiedlichen Kundengruppen, Mitarbeitergruppen und allem drum und dran, was dazugehört und auch auf dem Markt. Aber ich sage, das ist hervorragend gelungen. Der Thomas hat es gerade angesprochen. Ich hätte es, muss wirklich sagen, selbst nicht so erwartet. Und die letzten 6 Monate, wo jetzt wirklich seitdem die Fusion vollzogen ist, ist eine Truppe entstanden. Es macht richtig viel Spaß. Es ist jeden Tag wieder eine Herausforderung. Es kommt zwar jeden Tag so eine Leiche aus dem Keller irgendwo her, aber mei, das ist Unternehmertum, es ist ganz normal. Ja, Nummer 1 habe ich festgestellt, ist jetzt nicht so schwer vielleicht dieses Jahr gewesen, aber es kommt eine Nummer 2 wieder nach. Ja, es ist immer so. Und wir dürfen uns nicht ausruhen, sondern haben fürs nächste Jahr ganz viel vor. Der Kongress steht an, der eine oder andere wird dabei sein. Das ist kein Selbstläufer, das muss man auch sagen. Ja, es ist schwierig, das Vertrauen für alle zu gewinnen, dass das eine richtig gute Sache wird. Deswegen viele sind herzlich noch eingeladen dazu, um das Vertrauen zu schenken. Und ja, wir werden uns weiterhin den Arsch aufreißen, dass das funktioniert. Und aber heute Abend werden wir erst einmal schön feiern. Weil das ist das Wichtigste, feiern soll man nie vergessen, das ist das A und O von allem. Deswegen haben wir Spaß bei der Arbeit. Und zum Abschluss, mein letzter Satz, ich glaube, der ist ganz wichtig. Ich habe eins festgestellt die letzten Monate. Das ganze Geld, was man bekommt oder für was man alles Reichtum und Erfolg macht, das ist die eine Sache. Aber das andere Wichtige ist, du brauchst gute Partner und du brauchst Freunde im Unternehmen. Weil das ist wichtiger als alles, was mit Zahlen oder mit Geld oder mit irgendwas aufzuwiegen ist. Und auch ein Dankeschön an Thomas und die ganzen ehemaligen Gesellschafter. Es war eine geile Sache und die Freunde werden immer bleiben. Und ich kann jedem nur empfehlen, schaut, dass eure Partner, eure Geschäftspartner wirklich eure Freunde bleiben. Und genau sowas, was der Kai gerade mit dem Andreas ausgesprochen hat, genau sowas zählt, das ist das Wichtige. In dem Sinne, wir feiern heute noch an der Bar. Prost. Hoppla, Olli, herzlichen Dank. NRW und Bayern im Rücken zusammen. Ich hoffe, das macht beim Fußball keine Schule. Viel Spaß beim Feiern.